So, ich bin angekommen. Ich habe Zeug im Inventar. Was auch normal sein sollte. Okay. Ja, wir waren ja letztes Mal. Man könnte theoretisch. Obwohl, da sind wir noch nicht so weit, dass wir hier was ausbauen können, richtig? Richtig. Wir könnten die mal machen. Also die ganzen Erweiterungen, da sind ja noch ein paar neue dazugekommen. Das heißt, wir werden sehr viel Lederreste und okay. Jede Menge Holz brauchen. Kein Problem. Ja. Aber weiß ich nicht, dann wird vielleicht jeweils eins abgebaut. Dass wir ein bisschen Material sparen und dann bauen wir was Neues dazu. Mal gucken. Ich bin gespannt. Der Karren steht ein wenig im Weg. Komm. Entschuldigung. Wir schieben den hier mal rüber. So. Braver Karren. Schön bei Fuß. Wie sieht's denn mit unseren Schweinchen aus, ne? Hallo, Ulfbart. Hallo, Manni. Hallo, Ast. Hier haben wir Otto und Mizi. Wo ist die Hilde? Wo ist die wilde Hilde? Ach, da ist die Hilde. Hallo, Hilde. So. Genau. Okay. Denen geht's gut. Hier ist gerade Nacht. Ich würde mal sagen, ich gehe mal kurz pennen. Das, falls unser... Morgen, Serie ist selber. Das, wenn unsere Gäste kommen, dass es dann wenigstens Tag ist. So. Du bist im Discord. Alles klar. Dann rutsche ich mal kurz rüber. Schieb dich da mal rein. Hallo! Oh. Guten Morgen. Hallo! Ich hatte mich noch stumm geschalten. Hallo, hallo. Ja, hallöchen. Hörst du mich nicht? Ja, ich höre dich. Du bist stumm, Lilly. Ich sehe gerade im Discord, bist ja, du noch stumm. Ja, ich bin zu doof. Danke. Gerne, guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. Na, hallo. Hm? Ich glaube, meine Leute können dich gerade noch nicht im Discord hören. Das muss ich noch einstellen. So viele Sachen, an die ich heute denken muss. Neues Passwort steht im Voice-Chat. Chat. Im Voice-Chat-Chat. Super. Okay. Guten Morgen, Berliner Retro-Gamer. Kannst du mir gerade mal sagen, ob du die Lilly hören kannst, bitte, bei mir im Stream? Es sollte so sein. Lilly, sag mal bitte was. Was? Das war super. Hallo. Ein bisschen lauter. Mache ich dich noch? Super. Okay. Du bist schon unterwegs. Genau. Ganz leise. Und ein Grüße an deinen Chat. Hallöchen, hallöchen. Einen wunderschönen Mittwoch euch allen. Dir ebenso und deiner Hexen-Community. Dankeschön, dankeschön. So, jetzt muss ich nur noch den Chat finden, wie du meintest. Hahaha. Da ist oben rechts ein Icon, was aussieht wie eine eckige Sprechblase. Ja! Nachrichten konnten nicht geladen werden. Erneut versuchen. Nee, ich sehe da gerade leider gar nichts. Okay, warte. Dann... Private. Bitte, ganz privat, bitte. Komisch, ich dachte, ich hätte das eingestellt. Es steht hier aber auch kein Grund, warum. Konnten nicht geladen werden, erneut versuchen. Und wenn ich dann erneut draufdrücke, kann ich dann ein Emote schicken? Nee, das kommt auch nicht an. Kanal anzeigen. Ist jedenfalls eingestellt. Naja. Dann ist das so, dann schicke ich euch die halt so. Das ist ja auch okay. Warte. Ich habe ja unser noch Chat noch offen. Da ist er. Da ist das Passwort. Juhu. So. Dann sollte das doch jetzt hoffentlich klappen. Ja. Yeah. I hope so. Sehr schön. Wie geht's dir, Lilly? Wie war deine Woche bisher? Mir geht's gut. Bin ein bisschen müde. Bin heute ein bisschen schlecht aus dem Bett gekommen. Deswegen ging mein Stream heute 5 Minuten später los. Das ist für mich persönlich eine Riesenfrechheit. Ich weiß, shame on you. Wie kannst du nur? Ich weiß, dass andere das nicht so genau nehmen, aber ich so, nee, es muss pünktlich. Pünktlichkeit hat man mir sehr gut eingeimpft, irgendwie. Ich glaube, das ist bei uns Deutschen allgemeinen so, dass wir sehr auf die Pünktlichkeit bedacht sind. Och du, da kenne ich andere Leute. Ja, es ist, glaube ich, auch von Generationen jetzt ein bisschen anders geworden. Aber ich glaube, alles, was so ein bisschen älter ist als wir beide, legt da sehr viel Wert drauf, gerade in der Arbeitswelt.
Ja, das privat stimmt. Mag das immer noch mal was anderes sein. Das stimmt wohl. Und bei dir so? Ja, ich mache mir hier Halligalli bei meinem Freund. Oh, schön. Ich kann mich nicht connecten. Failed to connect. Zweimal jetzt schon. Und er sagt mir nicht einmal, warum. Interessant, weil eigentlich müsste es gehen. Ich hatte den Server angestellt. Ich hoffe, das liegt jetzt nicht daran, dass ich nicht bei mir im normalen Netzwerk bin. Aber der Router sollte hier eigentlich für Gaming perfekt eingestellt sein. Come on, come on, come on, come on, come on, let's go. Dritte Mal Passwort eingeben. Ja, also ich mache mir eigentlich hier Halligalli, lass es mir gut gehen. Ich muss morgen zu meiner Wohnung fahren, um die Handwerker und Techniker reinzulassen. Mal schauen, wie lange das dauert, ob ich da übernachten kann jetzt noch oder nicht. Mhm. Ansonsten sind da jetzt hoffentlich ab morgen die Trocknungsgeräte im Einsatz. Und dann schauen wir mal, wie lange die brauchen für das ganze Erdgeschoss. Da drücke ich dir ganz doll die Daumen. Und ich werde mal den Server nochmal neu starten. Ich habe jetzt das Passwort nochmal copy-pasted, nur für den Fall, dass ich mich vorhin doch vertippt habe. Warte, jetzt was ist. Ja, okay, fail to connect. Ja. Okay, dann mach erstmal einen Neustart. Mhm. Hätte ich dir vorher sagen sollen, Entschuldigung. Alles gut. So, bin angekommen. Passwort steht. Jetzt wieder ist nochmal das gleiche wie eben. Wenn du dich jetzt einloggen kannst, dann war es doch das Passwort. Und ich übe derweil wieder Holzhacken. Weil meine Level da schon wieder sehr, sehr niedrig sind. Das war auch mal höher. Da war alles mal höher. Ich sperre es nur noch auf 3. Ich muss mal so viel üben. Klappt's denn jetzt? War gerade stumm, okay. Oder? Silber gerade ganz rausgeflogen. Alles klar. Oh no. Oh no. Ja gut, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern bei ihr heute. Ja, wenn man nicht mit der eigenen Technik arbeitet, das kann dann schon mal ein Problemchen kommen. So. Aber dann machen wir hier mal so ein bisschen. Es ist schade, dass man nicht einzelne Äste stutzen kann, weil manche hängen hier doch ein bisschen sehr komisch tief. Aber in der Zwischenzeit können wir hier wieder ein bisschen Holz sammeln. Wir haben hier ziemlich viel verbraucht mittlerweile. Eieiei. Aber gut. Ich hatte sowieso überlegt, jetzt, wo wir ja neue Baumaterialien haben. Wir haben ja jetzt das Schwarzholz. Und Kristalle. Und diese wunderschönen Dächer. Da hatte ich überlegt, ob man nicht eventuell neu baut. Ich meine, das ist jetzt eine hübsche Base, aber es ist halt nur die. Es ist keine Starterbase mehr. Es ist halt eine fortgeschrittene Base, aber es ist halt keine große, gute Base, ne? Hallo, Dime! Na, wie geht's? Einen wunderschönen Mittwoch dir. Wie geht's so? Bisher die Woche gut überstanden? Ist ja schon Halbzeit. Und wer auch immer den Regen hier eingestellt hat, der sollte sich was schämen. Hallo, Berliner Retro Gamer. Na, wie geht's? Was ist bei der Silver los? Ist sie rausgeflogen? Es sah bald so aus.
Das arme Mädel heute, ne? Silber hat ein Disconnect. Ja, das dachte ich mir. Ich hab's mir schon gedacht. Weil sie bei mir im Discord auch nicht mehr drin war. Hier geht's so lala. Oh no, warum denn? Da drüben sind die Himbeeren. Die habe ich nicht irgendwie mal aus dem Bett gefallen. Oh. Hi, Mr. Bale! Ich sehe nichts. Okay. Da ist was. Has anyone seen the silver streamer? I don't. She isn't in my Discord also, so I guess she really has some issues right now. I hope she's back soon. How are you today? Mutter im Krankenhaus zu einem Überfluss muss mir ein neues Fahrrad kaufen. Oh no. Gute Besserung an die Mutti. Und viel Erfolg beim Fahrradfahren. Fahrrad finden. Nicht klauen. Bitte nicht klauen. You're tired. Oh. She had disconnect. Yeah. Then welcome to the club, Mr. Bale. I'm tired too. Oh, hi. And just for getting wood, I'm getting wood. I see a stream, got to go support. You do that, Mr. Bale. Bring that sword that she bestowed upon you. Poor girl. Oh, that poor woman. I hope she's alright. Ihr haut schon wieder das Holz ab. Böse, böses Holz. Komm, ich geb dir Arsch voll. Hier, Arsch voll. Schäm dich. Schäm dich, Holz. Dann geh ich mal ganz kurz in den Discord nochmal gucken. Die ist wieder da. Willkommen zurück. Oh, Marco, ich hasse Internet. Du liebst ja das Internet, du hast nur den Disconnect. Ja, aber das nette Internet war weg, also was kam zuerst, Huhn oder Ei? Willkommen zurück, ich hoffe, es klappt jetzt wenigstens. Dankeschön, Dankeschön. Das hoffe ich auch. Big Mojo, vielen lieben Dank. Guten Morgen auch an dich. Schön, dass du da bist. Mr. Bale, good morning. Grief, it lives. Yes, somehow it's still alive. And let's press all thumbs and toes that it stays connected. Okay. Der vierte Versuch ist der beste Versuch. Fourth try, best try. Sagen wir mal so, der dritte zählt nicht, weil da war ich ausgelockt. Ja, stimmt. Und wie sang schon Reinhard May, aller guten Dinge sind drei und dann reimt sich das auch noch? Tja, Zufall, Schicksal, Glück, Karma? Alles. Alles, genau. Ist eh alles ein und dasselbe. Es reimt sich und was sich reimt, ist gut, sagte auch schon Graf Montgomery. Mit seinem Hut. Ich weiß nicht, ob er einen Hut getragen hat, möglicherweise. Aber es reimt sich doch so gut. Das stimmt auch wieder. Ah, Rocket Beans, müssen wir auch mal wieder gucken. Moritan Männer, Beste. Bitte, bitte, funktionier. Bitte, bitte, funktionier. Bitte, bitte, funktionier. Bitte, 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 bitte funktionier. Funktionier. Bitte, bitte, funktionier. Das ist nicht euer Ernst. Bitte, bitte, funktionier. Ich war doch schon so fleißig heute. Woran hängt's gerade? Naja, ich connecte mich zu dir. Bevor er mich nach dem Passwort fragt, hat er mich jetzt beim vierten Mal rausgeworfen. Das fünfte Mal hat er jetzt auch noch nicht nach dem Passwort gefragt. WTF? Naja, ich bin aber auch diesmal im WLAN. Aber eigentlich ist das ein gutes WLAN hier. Fail to connect. Der fragt mich noch nicht einmal nach deinem Passwort. Okay. Sehr weird. Ich habe aber die ganzen letzten Tage mit diesem Computer schon gezockt und auch im Multiplayer. Das ging aber nicht außerhalb
des LANs. Was ist hier los? Doch mal ein LAN-Kabel reinstecken, sofern du noch eins hast. Es gibt kein LAN-Kabel. Dang it. Warum funktioniert es nicht? Ich habe vorhin schon geguckt. Die Windows Firewall ist es nicht. Was ist hier los? Wie will das? Der Computer sagt nein. Sehr unhöflich von dem Computer. Ich mag eigentlich meinen PC nicht schämen. Das ist ein braver PC. Der leistet mir ganz gute und sichere und treue Dienste. Aber er schmeißt mich schon wieder raus. Mag er das Internet von deinem Freund nicht? Ich habe immer kurz Valheim ausgemacht. Ich restarte mal eben Steam. Mhm. Ich mache währenddessen mal einen Ping und checke mal, wie meine Hauptverbindung ist. Mach das. Das sieht schon mal nicht gut aus. Also wenn ich Twitch anpinge, ist der Ping um die 60. Oh. Das ist... Ist schon ein bisschen langsam. Die Leitung gerade voll, ja, mit Streaming und Discord und allem. Ich befürchte. Google ist ein bisschen besser. I know. Na gut, ich kann aber noch Dinge tun. Ich gebe noch nicht auf. Exit. Ich kann meine Streaming-Einstellungen noch ein wenig anpassen. I'm trying to set my stream settings down a little bit. Ups. Hat ein Grauling erschlagen mit dem Baum. Das ist immer gut. Ja, vor allen Dingen Baumharz. Immer gut. Ganz viel Harz. Okay. Das Passwort habe ich noch hier. Genau. Kopiert, hoffentlich. Ah, okay. Das weiß ich nicht, aber notfalls hast du es im Discord. Ja. Und das bin ich mit. Und für alle, die denn heute dazukommen wollen, nee, gern Bescheid geben. Wir haben noch Platz. Okay. Ups. Gut. Dann, Valheim, starten wir dich mal neu. Daumen sind gedrückt, Daumen sind gedrückt, Daumen sind gedrückt, Daumen sind gedrückt. Danke, danke, danke. Leute, alle mal Daumen drücken für Silver, okay? Alle mal schön Daumen drücken. Ich hab noch Platz. By the power of Clovis, I summon you, Internet and Valheim, to work as I demanded. Let me summon the server of Lily. Please work. Okay, okay. Keep loading, loading, loading. Yeah, loading, loading, loading. Da. Möge Tor deine elektrischen Impulse leiten. Bitte, bitte, bitte. Das klingt nicht gut. Enter Passwort. Oh my gosh. Ich habe ein Passwort eingegeben. Er lädt noch. Lädt. Wir haben einen wirklichen Ladebildschirm. Wir haben einen Ladebildschirm. Weißt du, was gerade geil ist? Genau jetzt kommt die Sonne raus. Da
Und da kommt die Sonne! Hier kommt die Sonne, drei siehste... Oh nein, scheiße, das, man sollte so ein Lied jetzt nicht mehr singen. Aktuell ist schwierig, ja. Solange ja nichts feststeht oder so. Der Monotheismus, also dass man nur an einen einzigen Gott glaubt, wurde erfunden im alten Ägypten. Und dieser einzige Gott war die Sonnenscheibe. Also die Sonne war der erste einzige Gott, auf den der Monotheismus dann erfunden wurde. Ah, schön. Ah, es funktioniert, es funktioniert. Yay. Aua. Ah, ich muss jetzt erstmal mich hier auf die Kante stellen und tanzen. Hi. Tanzen. Warte. Nee. Dance, 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 dance. Hallöchen, Lilly. Hallöchen. Was lange werden, wird endlich gut. Jetzt haben sie gerade mit. So, sag mal so, es war nur eine Frage der Zeit, bis mir mein Fahrrad kaputt geht. Ich habe mehr oder weniger schon drauf gewartet. Uiuiui, ist so schlimm schon. Wie alt ist das Ding denn? Ah, das freut mich so. Spannend. Ich dachte, die eine Lichtung da hinten ist weiter weg, aber jetzt, wo man mal so ein paar Bäume gefällt hat, jetzt sieht man die schon. In welche Richtung meinst du? Die ich gerade gucke. Da nach Osten. Praktisch Richtung dein... Ja. Hafen. Hafen. Ha. Hm. Ha. Lilly, was hast denn du heute geplant? Ich habe gar nichts geplant. Ich mache hier einfach irgendwas. Mal gucken. Baujahr 96, seit 2006 fahre ich es und mehr als 8 Millionen Kilometer gesehen. Uff, ja, das ist schon ordentlich. Das ist schon ordentlich. Aber ja, mal gucken. Ansonsten, entweder, weiß ich nicht, mache ich heute Materialbeschaffung für dich, wenn du dann halt an dem Hafen weiterbaust. Oder, keine Ahnung, man kann ja auch nochmal in die Berge gehen und noch Zeug holen. Oder man kann alles Mögliche machen. Wir könnten nochmal ein paar irgendwelche Bosse legen. Wir könnten auf Schlangenjagd gehen. Wir könnten alles tun. Also Bosse legen fände ich irgendwie geil. Muss ich ja sagen. Ich habe nämlich versucht, abgesehen von Eiktür, den anderen Bossen, immer verschiedene Techniken anzuwenden. Also dass ich nicht immer denselben Kampfstil benutze. Mhm. Und beim Elder zum Beispiel bin ich noch nie in Nahkampf gegangen. Mhm. Weil das ist damals immer zu gefährlich eigentlich. Ja, würde ich auch nicht machen. Das Geile ist, wenn man halt sich versteckt und weit genug weg ist und dann mit Pfeilen draufhaut, weil dann sieht der einen nicht und der steht nur da und man kann einfach nur schießen, 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 schießen. Ja, es ist ein bisschen eintönig, wenn man dann alleine als mit einem Feuerpfeil nur draufhaut. Mhm. Und wir könnten dir die Basis halt mit den Trophäen verschönern. Das ist wohl wahr. Also ein Eiktür haben wir ja eh schon, ne? Also theoretisch können wir da mit dem Alten anfangen. Wir haben auch noch den Knochenwanz, der ist ja relativ entspannt. Die Drachenmutter müsste man nur noch mal ein paar Drachen sammeln, Dracheneier sammeln, aber ja. Drachenmutti war irgendwie sehr entspannt. Einfach ins Loch rein und dann einfach nur mit Pfeile drauf, bis der Bogen kaputt geht. Hi, Sensei. Du hast mir da, du hattest einen wesentlich entspannteren Kampf gegen die Drachenmutter als ich und ich beneide und beehre dich dafür. Mein Respekt. Wieso? Bei mir hat der Kampf 3 Stunden gedauert. Oh. Also wirkliche 3 Real-Life-Stunden. Okay. Wegen so einem scheiß Steingrunde. Und ich hatte keine Spitzaxt dabei. Mm. Und ich konnte nicht an den Drachen ran, weil das Steingolem mich halt immer platt gemacht hat. Und ich hatte keine Möglichkeit, den Steingolem platt zu machen. Oh, das ist übel. Ich meine, ja. ich hatte ja auch einen Steingolem, weil dadurch, dass ich halt im Loch war, war es halt scheißegal. Siehst du, ich habe genau das Gegenteil gemacht. Ich habe mir so ein Türmchen aus Stein gebaut, also einfach nur Erde hochgezogen und mich da reingestellt. Aber das hat der Golem... Da hat er einfach durchgehauen. Mhm. Naja, das Loch hat sich bei mir halt angeboten, weil direkt neben diesem Drachending war halt tatsächlich ein Eisenvorkommen, ein Silbervorkommen, was ich erstmal abgebaut hatte. Das ist natürlich praktisch. Steingolem geht doch ganz gut mit Streitkolben? Nein. Mit der Spitzaxt. Spitzhacke macht sich besser. Und am besten von oben. Also das ging dann halt auch. Big Mojo, vielen lieben Dank, dass du mir deinen Follow da gelassen hast. Und willkommen bei uns Kleeblättern. So. Schön, dass ich wenigstens den Sound höre. Von OBS und Streamlabs.
Das ist gut. Yeah. Genau. So, müssen wir noch irgendwelche Tränke brauen? Ich habe nur keinen Gifttrank dabei. Ich habe Leben und Stamina-Trank dabei, aber keinen Gifttrank. Ja, Gifttränke sind halt in der Metruhe kein Ding. Da kannst du dich auch mit Ausdauer oder Heiltränken oder sonst was, ne? Essen haben wir ja auch noch genug. Ja, passt. Ich pariere ihn immer und dann mit dem Streitkolben. Aha. Okay, mit parieren, okay. Klingt auch nach einer guten Still Taktik. Don't hear Lily? Was? Give me a moment, Mr. Barlow. This isn't supposed to be. You should hear her. Hallo, Drake. Was steht an? Gute Frage. Wir überlegen gerade. Möglicherweise Bosse kloppen. So. Now. Mr. Barlow, you should hear her now again. Thank you for telling me. Apparently, I have to reset every time the specific window. That's capturing her audio. Hallo. Hehe. So. Can you hear me now? Meow. Can you hear me meow? Meow. Meow. Can you hear me meow? Hey Lily, you're silent. She's not silent. I made her silent. Noink. More like this. Oh, heute Morgen so süß. Bings hat sich mit seiner Schnauze und unter meiner Hand gedrängelt und mich damit geweckt heute Morgen. Das hat er noch nie gemacht. Oh, dass er sich da so runterdrängelt. Einen guten Morgen, Kuschler. Ja. Die kuscheln ja beide gerne, aber das war halt, wie gesagt, komplett neu. Tag 300! Lilly, Gratulation! Celebration! Danke schön. Tag 300, bald hast du dein erstes Jahr voll. 10 Monate sind rum. Uff. Fast 10 Monate. Uff. So. Genau. Essen? Nee. Hab ich. Hast du? Okay. Hab ich. Ich hab auch, okay. So, was brauchen wir? Warte mal, für den Großen, für den Alten brauchen wir... Moment. Die Seeds, die lilanen. Genau. Eigentlich keine lilanen, das sind ja hier, die sind cool. Aber wir haben sie, wir haben 4 Stück, alles gut. Ist halt die Frage, zu welchem Außenposten gehen wir? Den praktisch im Nordwesten oder nehmen wir den einen, Richtung... andere Bergbase ist, wo wir letztes Mal waren. Lass uns mal beide am Kartografie-Table updaten. Mhm. Weil ich gerade noch nicht gesehen habe, wo du meinst. Okay. Ah, jetzt sehe ich mehr. Jetzt sehe ich auch Moda. Mhm. Und nach oben Außenposten, Ronstein, Uralte, gegenüber der Almhütte meinst du quasi, oder neben der Almhütte? Genau, weil das, wir haben ja da nämlich noch ein Portal. Und dann könnte man ja halt dorthin gehen. Tja, du kennst die kürzeren Wege. Ich würde nur nochmal sagen, dass wir uns noch einmal ausruhen und den Resting-Bonus mitnehmen. Mhm. Das Einzige, was wir machen müssen, ist ein Boot mitnehmen. Haha. In Einzelteilen am besten. Das sollte ja kein Problem sein. Ja, wieso ist dieses Feuer aus? Da oben ist kein Dach drüber. Das ist ja höchst sträflich. Das Feuer ist aus. Weil es reinregnet. Ja gut, dann wird das Ei halt nur halb gar gekocht. Was soll's? Nee. We are going to change that. Okay. Holz haben wir ja genug da mittlerweile. Ich glaube, das Einzige, was ich vielleicht mal machen müsste. Obwohl Kernholz ist auch noch recht viel da. Ist das kaputt gegangen? Nee, das sieht nur so aus. Da dürfte eigentlich nichts kaputt gegangen sein. Wir müssen dann wahrscheinlich nur mal gucken, dass wir dann hier oben weiterhin langlaufen. Ach nee, das geht ja. So. Und dann steht man hier und kriegt eine Rauchvergiftung. Das ist sehr, sehr unangenehm. Das passiert nichts. Eine Rauchvergiftung? Ja. Na, da oben jedenfalls, wo ich gerade gestanden habe.